Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mars Effect. Ich nehme sie jetzt zum zweiten Mal auf, beziehungsweise ja, ich habe angefangen aufzunehmen, dann hat das Spiel plötzlich gar nicht mehr reagiert. Und jetzt versuche ich es einfach nochmal. Ich habe noch nicht so weit gespielt, dass ich sage, ich nehme es jetzt einmal komplett neu auf. Das sollte nicht das Problem sein. Komisch war es schon, weil plötzlich ging halt gar nichts mehr. Ich hatte Standbild. Ich konnte zwar rein und raus tabben, aber ich konnte mich im Spiel nicht mehr bewegen und konnte keinerlei Tasten drücken, was ich ziemlich komisch fand. Aber mal sehen, vielleicht dürfen wir jetzt weiterspielen. So, wir sollen halt Keeper scannen als Nebenaufgabe und wir sollen den Garrus ausfindig machen, indem wir in Kuras Nest Haken befragen. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Ich denke ja schon. Ansonsten würde das Let's Play bald enden. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Ashley ist ein bisschen ungeduldig, habe ich das Gefühl. Also sie hat ihre Meinung und so muss es dann ausgeführt werden. Ich finde es halt eigentlich richtig, wenn man halt mehrere Seiten hat. Und klar, Kaidan hat recht, du vertraust eher jemandem, den du schon jahrelang kennst, als irgendwem, der gerade angerannt kommt. Um das mal überspitzt auszudrücken. Also kann ich den Rat schon verstehen, dass der nicht gleich unseren Worten Glauben schenkt und dass der Beweise haben will. Also für mich absolut verständlich. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. So. Sie stellen ein öffentliches Hier ist Ärgernis mir das Spiel dar, sozusagen abgeschmiert. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Werden hier irgendwelche Gesetze gebrochen? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicher. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Eindeutig, und Religionen sind leider sehr häufig Grund für Kriege. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Ihr habt es, glaube ich, gerade gehört. Ich habe meine Lampe gehauen. Aus Versehen natürlich nicht, mit Absicht. Warum verhaften Sie den Hanar nicht einfach? Ich könnte den Wabligen verhaften, aber mein Vorgesetzter verlangt eine Lösung, die den Hanar nicht verärgert. Die Hanar werden laut, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihre Religion unterdrückt. Okay, dann werden wir mal helfen. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Das machen wir jetzt. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Wir fragen erstmal nach. Warum bedrängt Sie der Zitadell-Sicherheitsofficer? Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikanererlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Wenn das alles ist, was der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, warum kaufen Sie dann keine Erlaubnis? Die Wahrheit der Entflammten ist allmächtig. Diese Person glaubt inständig daran, dass die Wahrheit nicht unterdrückt werden darf. Zahlungen als Mittel, die Verkündung der absoluten Wahrheit einzuschränken, empfindet diese Person als Einschränkung der religiösen Freiheit. Also brechen Sie gerade die Gesetze, indem Sie hier ohne Erlaubnis predigen? Der Zitadell-Sicherheitsofficer sagt,
dass das Predigen an diesem Ort verboten sei und das Predigen an anderen Orten der Zitadelle einer Erlaubnis bedürfe. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keiner Erlaubnis bedarf. Entflammten? Ihre Leute nennen sie die Proteaner. Sie sind die wahren Erschaffer des Volkes dieser Person. Die Entflammten führten die Hanar von der Ignoranz zum Bewusstsein, indem sie dem Volk dieser Person die Gabe der Sprache schenkten. So, lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich Ihnen die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe. Bitte unterrichten Sie sie über Ihre Fortschritte. Ich bin der Meinung, man kann so eine Erlaubnis kaufen. Ich spreche den Zitadell-Sicherheitsoffizier nochmal an. Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar? Wäre das Wetter so? Tut mir leid. Ich werde Sie wissen lassen, wenn mir etwas einfällt. Es ist mir egal, was es ist, solange ich dadurch diesen Hanar loswerde. Ja, darum kümmern wir uns später. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass man diese Erlaubnis kaufen kann. Und ich möchte es auf diesem Weg regeln, weil dann sind alle glücklich, sag ich mal. Und aus Kompromissen besteht ein gesundes Miteinander, finde ich zumindest. Also, sobald man mit anderen Menschen in Kontakt tritt, sollte man bereit sein, auch mal von seinem Standpunkt abzurücken. So, wir gehen jetzt zu den Bezirken. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Das ist auch irgendwie ein bisschen typisch Mensch, ne? Klar, man möchte einen sicheren Lebensraum haben. Aber wenn man in einem unerforschten Gebiet ist, muss man auch damit rechnen, dass es Gefahren gibt. Sind wir ja eigentlich? Denken Sie wirklich, dass wir ihn da unten finden? Er spielte mir erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütende Leute machen Fehler. Fist hat etwas an sich, das mich nervös macht. Gut. Er ist ein gefährlicher Mann. Und jetzt halt die Augen offen nach unserem Zeichen. Okay, ich speichere jetzt mal schnell. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, nicht, dass das Spiel sich wieder einfriert. Wobei es jetzt ja gerade wieder flüssig läuft. Was ist hier so los? Ein Keeper. Ich war gescannt. Ashley, du brauchst nicht gegen den Türrahmen laufen. Zu den Bezirken. Man fährt hier so unglaublich viel Fahrstuhl. Aber ich glaube, das ersetzt die Ladebildschirme. Ganz okay. In letzter Zeit keine Kopfschmerzen, die der Rede wert wären. Vielleicht gewöhne ich mich langsam an die Belastung. Vielleicht wissen Sie einfach, wie Sie den Stress abbauen können. Ich weiß, dass ich meine Kopfschmerzen loswerde, wenn ich den Gate in Ihren synthetischen Arsch trete. Aha, Ashley. So ist das also. Ich finde unsere Rüstung so hässlich. Oder unsere Panzerung. Rüstung ist das falsche Ausdruck. Unsere Panzerung so hässlich. Ich mag nicht Tarnfarben. Wo geht's denn dahin? Da geht's dahin, wo ich noch nicht hin will. Wobei, da ist ein Keeper. Komm, den scannen wir schnell. Gott, ich dachte gerade, mein Handy klingelt, aber es klingelt nicht. Ich habe gerade erfahren, dass meine Schwester sich leider verletzt hat bei einer Probe. Und deswegen hoffe ich, dass sie sich ganz schnell wieder erholt. Und mich nochmal zurückgerufen, weil ich mit ihr das nochmal bequatschen wollte und das Commander nicht nur von Mama hören wollte. Hallo, Commander Shepard? Ja, ich komme, warte! Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich?
Natürlich. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle, aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Ich habe von der Belagerung auf Torfan gelesen. Sie haben Ihre Leute in den Tod geschickt und kapitulierende Sklavenjäger erschossen. Ich brauche jemanden, der sich nicht für die Drecksarbeit zu schade ist und kompromisslos handelt. Also Sie. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Na gut, wir antworten erstmal ein bisschen vage. Keine Versprechen, aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Okay, Tagebucheintrag. Total viele Quests. Ich kann die mal kurz durchgehen. System untersuchen, Kommune finden. Ach genau, mit General Septimus sprechen. Die Clipper scannen. Wie viele haben wir denn schon? 7 von 21. Streit verlösen. Und nach Informationen suchen. Was haben wir hier für Hauptquests? Oder Missionen? Versuchung über Saren. Mit Haken sprechen. Und Balafon treffen. Ach, das hätten wir auch mal machen können, ne? Wo geht's hier hin? Will ich hier lang? Ja. Will ich. Also hier will ich lang. Da kamen wir gerade raus. Ich habe echt noch keinen Orientierungssinn. Beziehungsweise habe ihn verloren. Ich war lange nicht mehr hier. Oh, guck mal, wir beobachten den Nebel. Ist nur ein Codex-Eintrag. Hier ist noch ein Keeper. Können wir hier rein? Ach, die Klinik. Hallo, Commander. Ich bin Dr. Chloe Michelle. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Okay, ja, sie hat Upgrades, Rüstungsupgrades. Ach, hier steht auch Rüstung. Na dann. Können wir uns noch nicht leisten. Das hier, Medigel aufstocken. Ich glaube, das wird nicht automatisch aufgestockt, ne? Man hat nur das, was man findet. Ich werde mich hier nochmal kurz umgucken. Nicht, dass hier irgendwo was steht, was ich zum Beispiel dechiffrieren kann. Ja, war richtig. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Wort richtig ausgesprochen habe. Ich möchte jetzt aber shoppen gehen. Das heißt, wir suchen jetzt die Märkte. Ich will mal gucken, ob wir ein paar Lizenzen kaufen können. Officer Lang. Komm, wir sprechen mal mit dir. Oh, Keeper. Oh, so viel. Untersuchen. Keeper. Und Officer Lang. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe Torfahren während meiner Ausbildung studiert. Es ist unglaublich, dass Sie die ganze Basis ausgeschaltet haben. Unglaublich. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang. Officer Eddie Lang von der Zitadellsicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Okay, er heißt Lang. Das klingt total doof. Warum sind Sie bei der Zitadellsicherheit? Ich weiß nicht. Es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadellsicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Zitadelle. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadellsicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen.
Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadelle zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Da quatscht er mir nicht viel, ne? Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was Sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadellsicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Kennen Sie einen Officer der Zitadellsicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Eine kleine Plaudertasche ist er. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Okay. Hier geht es wohin? Zur Sicherheitsakademie? Nee, ich möchte jetzt erstmal zu den Märkten. Wo geht's da hin? Flux? Das ist ja der eine Club. Aber ich möchte, glaube ich, erstmal hier lang. Ich hoffe, es ist jetzt richtig. Ah, das sieht gar nicht schlecht aus. Und wir haben keine Frame-Einbrüche mehr. Es ist so gut. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Er hat sie weggeschmissen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Hier ist noch ein Keeper. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Okay, gucken wir gleich mal. Können wir hier was anklicken? Nein, können wir nicht. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte, ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen, meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Ja, wir quetschen ihn erstmal aus, bevor wir gucken, was er hat. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Das Gesellschaftskapital der Attikanischen Traverse. Sehr kalt. Sehr verschneit. Ich habe dort nicht sehr viele Kunden. Die haben ihre eigenen Lieferanten. Ich möchte mehr über Feros wissen. Es ist eine alte proteanische Welt. Deren Gebäude sind immer noch dort zu finden. Die Menschen waren nicht die ersten, die dort siedelten. Aber bisher die letzten. Mir wurde gerade klar, dass mein Kontaktmann dort sich länger nicht gemeldet hat. Naja. Es wird ihm bestimmt gut gehen. So, dann sagen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Ich würde nämlich so also gerne schnell ein paar Lizenzen haben. Genau, hier ist noch eine. Die kaufen wir mal. Einfach damit wir auf der... Ich wollte gerade sagen, auf der Citadel. Auf der Normandy ein bisschen... Ist das wirklich? Kaufen können. Okay, Conrad Werner. Machen wir den noch oder machen wir den in der nächsten Folge? Ich glaube, den machen wir in der nächsten Folge. Das wird ganz witzig. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann genau hier weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.